Jetzt geht's um Heidi. Heidi scheint ja kein schlechter Name zu sein, wenn man berühmt werden will. Es gibt ja viele bekannte Heidis. Heidi natürlich aus den Bergen, Heidi Klum, Heidi Kabel. Aber die zurzeit angesagteste Heidi ist nicht etwa Heidi Klum, sondern im Prinzip das genaue Gegenteil von Heidi Klum, nämlich Heidi, das kleine, fette, schielende Opossum im Leipziger Zoo. Toll, toller Heidi. Da zieht im Zoo Leipzig ein Opossum mit, sagen wir mal, leichtem Silberblick ein und die halbe Welt spielt verrückt. Jeder liebt Heidi, jeder will Heidi. Der schielende Wonneproppen ist zurzeit vielleicht bekannter als Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das muss sogar die Politikriege selbst zugeben. Heidi ist einfach ein Star und hat es insofern also geschafft, sich aus der Masse der Tiere im Zoo in Leipzig herauszuheben. Und weil das wirklich alle wissen sollen, kann man auf der Internetseite von Sachsen neuerdings Grußkarten von Heidi verschicken. Heidi Schieli, Sachsenstar sozusagen. Wir wollen vor allem halt eben auch aktuelle Trends in Sachsen selber damit reflektieren. Und das tun wir. Und da ist Heidi uns entgegengekommen. Und was braucht ein richtiger Star so? Klar, eine eigene Hymne. Gina, Tamina und Georgina sind selbstverständlich auch Fans von Heidi. Genau wie Gitta Lüdecke und Stefan Langner. Die Braunlager Musiker hatten die Idee zum Heidi-Song. Ja, Stefan hatte mich auf die Sendung im MDR aufmerksam gemacht und ich habe mir die Heidi angeguckt. Und die erste Strophe war sofort da eigentlich. Innerhalb von 2 Tagen war der Hit fertig. Fehlt jetzt nur noch die Plattenfirma, die ihn produziert. Der Zoo bekommt davon eine Kopie und wir haben den eingestellt, wenn eine Plattenfirma dafür sich interessiert und den auf CD bringen möchte, kann sie das gerne machen. Unter der Voraussetzung, die Einnahmen aus dem CD-Verkauf kommen dem Zoo zugute. Dann stellen wir den so zur Verfügung. Autogrammkarten gibt's von Schiel Heidi noch nicht. Dafür aber demnächst Plüschtiere. In der Spielzeugmanufaktur Bad Kösen arbeitet man unter Hochdruck an der Perfektion der Heidi-Kuschel-Version. Ja, das Putzige sind natürlich die Augen, als sie schielt auf beiden Augen und das macht sie so originell. Ja, da ist sich alle Welt einig. Diese Augen, dieser Blick, das ist so niedlich. Obwohl Heidi eigentlich nur schielt, weil sie zu dick ist. Denn bei Opossums lagert sich Fett unter anderem hinter den Augen ab. Ihre Fans stört das nicht. 34.000 hat Heidi davon allein auf Facebook und stündlich werden es mehr. Und Heidi selbst? Na, die hält es, wie echte Stars es nun mal so halten. Keine Interviews, bitte.